So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Multiplay. Wir machen heute ein wenig Silage. Mit dabei ist der Showtek. Hallo. Der Madlex. Der Hidan ist da. Hallo. Der Shurix ist da. Servus. Und der Maurice ist da. Und Moinsen. Und der Kim Jong-Flo ist auch da. So, ja, wir fangen einfach jetzt mal an mit dem Mähen. Da kommen auch schon die ersten Mäher. Und das ist wichtig bei der Silage. Fangen jetzt mit dem Gras an und machen nachher auch nochmal ein bisschen Mais. So, wir sehen jetzt hier, das ist das Kuhn-Mähwerk am New Holland. Und wir fahren hier ganz bewusst auf zwei Bahnen. Und wir sehen jetzt hier mit dem Kuhn-Mähwerk, wir haben ein Front-Mähwerk und ein Heckenmähwerk. Und dementsprechend haben wir halt eine große Bahn, die dann auch gemäht wird. Und im zweiten Schritt des Ganzen werden wir dann auch noch beginnen, das ganze Feld zu zettern. Der Zettern hat den Sinn, wir werden aus dem Gras gewinnen wir dadurch Heu. Und das Heu werden wir dann auch noch im dritten Schritt auch noch aufsammeln. So, wir sehen jetzt hier den zweiten Schritt. Und zwar wird jetzt hier gezettert. Das heißt, wir machen das noch nasse Gras, wird dadurch dann zu Heu. Und dann gleich im dritten Schritt schwadern wir die Heuflächen. Eine Mischung aus getrocknetem Gras und auch nassem Gras. Und werden jetzt gleich mal mit dem Schwadern beginnen. Das Schwadern hat den Sinn, wir werden dadurch die Bahn ein wenig verkleinern, sodass nachher unser Krone Big X die geschwaderte Fläche schneller aufnehmen kann. So, und der Schwader, man sieht es hier auch sehr schön, der nimmt jetzt die ganzen Flächen auf und wirft sie auf eine große Fläche. Wir sehen jetzt hier auch die rotierenden Flächen. So, wir sehen jetzt hier im Hintergrund auch, dass das Mähen ein deutlich schnelleres Tempo aufnehmen kann, oder mit einem deutlich schnelleren Tempo durchgeführt werden kann. Während hier hinten der Zetter, man sieht es, wie wir ihn abhängen, deutlich langsamer ist beim Zettern. Und so ein schöner Sonnenuntergang hier in Bjornholm. Also das Ambiente ist wirklich gut, finde ich. So, auch sehr wichtig, das Mähwerk immer hochzuklappen, nicht, dass man die ganze Straße mitmäht. Das ist natürlich beim Felder, auf denen Gras wächst, ist natürlich klar, dass man nicht genau weiß, wo es anfängt und wo es aufhört. Weil die Feldbegrenzung meistens eben auch aus Gras bestehen. Kann aber mal noch ein Stück zurücksetzen und dann nach vorne senken. Hinten senken und dann die nächste Bahn starten. Wenn wir hier vorne nochmal den Schwader in Aktion sehen, da jetzt hier nochmal das getrocknete Gras zusammenlegt. Und dann sehen wir auch gleich nochmal den Krone Big X in Aktion. So, wir sind jetzt auf dem Weg hier zum Feld. Vor uns der Krone Big X. Der hat vorne das Easy Flow Pickup.
Genau, den hat er dran. Und damit sammeln wir jetzt das geschwaderte Heu. Das geschwaderte sammeln wir jetzt auf damit, genau. So, wir haben jetzt hier den Bergmann-Sammelwagen. Und ja, da können wir auch eigentlich schon mal mit der Bahn. Genau, das Rohr klappen wir nochmal schön aus. Und beim Krone Big X ist es ganz gut, weil das Krone Big X Rohr fixiert automatisch den dichtesten Anhänger oder den dichtesten Kipper. So, also wir nehmen jetzt hier den Krone Big X nochmal mit dem Bergmann Kipper. Und der Easy Flow sammelt im Prinzip die geschwaderten Bahnen auf und wandelt sie direkt in die Silage um, die wir nachher dann auch zur BGA fahren. So, wir sind jetzt hier mit unseren beiden vollen Bergmann-Anhängern mit Silage auf dem Weg zur BGA. Ja, wichtig ist, wenn die Silage ausgekippt wird, gerade für die erste Bahn, wenn ihr mehreren fahrt, dass sie gleichmäßig ausgekippt wird. Also so wie wir es jetzt hier vorne sehen, dass wirklich im gleichmäßigen Tempo ausgeladen wird. So, und das machen wir jetzt auch nochmal mit dem zweiten Wagen hier. So, ich mache jetzt hier mal von der von außen. So, jetzt sehen wir auch schon, wie das Silo sich so langsam füllt und auch dann für die Silage bereit ist. So, und dann ist unser Hänger dann auch leer. Also wir sehen jetzt hier gerade den Hidan, wie er die Silage vorne in die BGA kippt. Daraus wird dann auch nochmal bares Geld generiert. Und wir haben am Anfang haben wir natürlich klar stehendes Gras, wir haben es gemäht, wir haben es gezettert, also zu Heu umgewandelt, dann haben wir es geschwadert und dann in den Ladewagen eingefügt und die ganze Masse hier im Silo wird dann verdichtet und entsprechend nach der Verdichtung wird es dann vorne in die BGA eingefüllt und das Endprodukt, was dann herauskommt, ist natürlich klar, zum einen Geld und wir kriegen aber noch einen netten weiteren Effekt und zwar kriegen wir dadurch auch Gülle. Und diese Gülle können wir zum Beispiel einsetzen, um die Felder zu düngen. So, wir haben jetzt hier vorne, es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze einzuladen, und zwar einmal mit dem Teleskoplader. Da sitzt jetzt hier gerade in dem Fall der Hidan drin. Es gibt aber auch noch den Radlader mit der Universalschaufel vorne dran. Mit der kann man das theoretisch auch durchführen. So, wenn der Hidan jetzt mit dem Teleskoplader das Ganze rüberfährt, können wir das Ganze auch mit dem Radlader auch nochmal zeigen. So. Wenn man sie jetzt hochhebt, man sieht da, dass die Kollisionsabfrage da noch nicht ganz so gut ist. Jetzt gucken wir mal, ob der Teleskoplader oder Radlader schneller ist. Aber der Vorteil liegt eindeutig beim Radlader.
Sehr schön aus. Silo hier wohl bereits zugedeckt. Da gärt jetzt das, die Silage oder das Hexegut im Prinzip. Ist jetzt hier am Gären und wird dann auch zur Silage. Und jetzt sehen wir hier auch mal den Abladeprozess nochmal und sehen auch, wie viel Inhalt jetzt gerade in dem Kraftwerk bzw. vorne im Trichter zur Verfügung steht. Und wir sehen auch hier jetzt dann den Prozess, wie schnell das Ganze verarbeitet wird. Und da gibt es dann für uns immer auch schönes Geld. So, das war das Tutorial von Let's Multiplay zum, zur Silage. Mit dabei vielen Dank an die Helfer Tom, Madlex, Hidan, Shurix und Maurice. Wenn euch, das Video gefallen hat, dann liked es gerne, kommentiert es. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns gerne. Und ja, das nächste Tutorial wird in Folge... Cut. Das nächste Tutorial wird in Kürze folgen. Und was wir dann machen, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwas erklärt haben möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wir alle sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.